Ja, David, heute wieder endlich wieder am Platz gestanden nach wochenlanger Verletzung. Ja. Und wie ist es dir gegangen am Feld? Ja, es war ein bisschen gewöhnend natürlich, weil ich habe 8 Wochen fast nicht trainiert und ich bin jetzt 1,5 Wochen im Training mit der Mannschaft. Ja. Aber es war natürlich nichts Neues für mich, auf Platz zu stehen. Aber es war natürlich gewinnen. Das Tempo und aber ich glaube, die ersten 10 Minuten habe ich ein bisschen schwierig gehabt, aber dann nachher besser. Mhm. Wir bekommen trotzdem 1-0 hinter und ich glaube, dass wir viele Torchancen bekommen haben, um 1-1 oder 2-3-1 selbst zu machen. Aber das haben wir nicht gemacht und dann, das macht es schwierig für uns. In de zweite Halbzeit bekommen wir sofort ein Tor. Ja, das macht es noch schwieriger natürlich. Ja, es hätte eigentlich 11 Meter geben müssen in der ersten Halbzeit. Nach dem Foul an Mané ist aber nichts geworden. Was denkst du dir dann als Kapitän am Feld? Sagst du den Jungs jetzt, gib mal noch mehr Gas? Ja, natürlich, das sowieso. Das habe ich auch gesagt den Jungs, wir müssen mehr Gas geben. Und das haben wir auch gemacht. Ich glaube, wir haben nicht super gespielt, aber wir haben viele Torchancen gemacht, aber kein Tor. Woran liegt das, dass man keine Tore macht? Ja, wir trainieren viel darauf, aber. Ja, ich denke, dass es noch immer ruhig muss bleiben vor dem Tor. Rapid hat das gut gemacht. Aber es hat uns gefehlt, natürlich, weißt du, vor dem Tor ruhig zu bleiben. Ja. Rapid war heute sehr, sehr schwach. Also spielerisch und läuferisch von. Nein, natürlich. Ja, Rapid. Sie machen ein Tor und dann ist das Spiel schon ganz anders für ihn. Aber trotzdem, wir sind dominant, wir sind nach vorne gespielt und wir haben eine Torchance versucht zu machen. Wir haben eine Torchance bekommen, aber ja, kein Tor. Und da geht es so mit Fußball, weißt du. Wenn du kein Tor schießt, dann machst du den Gegner stärker. Und sicher, wenn du die zweite Halbzeit sofort 2-0 bekommst. Das nächste Spiel ist jetzt Cup-Spiel am Mittwoch. Ja. Und dann wieder am Samstag gegen Admira zu Hause. Wie ist da euer Fahrplan? Geht es jetzt abhaken und jetzt kommt das nächste Spiel? Die denken jetzt nicht mehr drauf, ja, oder? Nein. Analysiert man das ein bisschen? Muss ich noch analysieren natürlich, weil es sind natürlich auch viele Sachen falsch gegangen. Mhm. Nicht nur Torchancen verschossen. Und die Sachen, die nicht gut gegangen sind, die müssen wir darüber reden natürlich. Das kommen wir sicher in Videoanalyse. Aber es sind auch gute Sachen natürlich. Aber das ist natürlich eine kurze Zeit vor dem nächsten Spiel, aber wir müssen das analysieren natürlich. Ich glaube, dass du da das meiste von lernst, nach einem Spiel analysieren.